Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Unpacking. Und zwar mal etwas Besonderes, zumindest für mich, es ist mein erstes. Da geht es um dieses schöne Paket. Und zwar habe ich diesmal nicht bei Medimops oder Rebuy oder so bestellt, sondern beim Drachenmund Verlag. Und zwar habe ich mir einen Drachenmund Päckchen zuschicken lassen. Ich glaube, das kleinste. Ich weiß nicht noch, wie es hieß. Und hier, das packen wir jetzt mal aus. Ich habe schon Schere. Und ich bin so gespannt. Weiß auch nicht wirklich, was drin ist. Ich wollte mich auch nicht überraschen lassen. Ich habe also nur hingeschrieben, dass ich halt die 13. Fee-Reihe schon besitze und dass mein Lieblingsgenre Fantasy ist. Und deshalb bin ich mal sehr gespannt. So. In dem Päckchen ist noch ein Päckchen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ist auch praktischerweise mit so einem Zipperband hier versehen. Erstmal Müll verteilen überall. Okay, gut. Auch mal den ersten. Ja, ist ein bisschen schwer. So sieht der erste Blick aus. Haben wir erstmal ganz viel. Naja, nicht ganz viel, aber ein bisschen Verpackung. Und so einen schönen Brief. So. Ah, ich kann ja noch vorlesen, worum es geht. Drachenpost im Anflug. Es war uns ein Vergnügen, sie für dich zusammenzustellen und wir hoffen, dass wir deinen Geschmack getroffen haben. Dieser Brief ist zugleich ein Gutschein für eine Frage, die du einer Autorin, einen Autor deutschsprachig nach Wahl stellen darfst. Sende einfach deine Frage an info@drachenmund.de. Ich leite sie weiter und du bekommst dann die Antwort handgeschrieben per Post. Wir wünschen dir viel Vergnügen bei der Lektüre. Herzliche Grüße von deinem Drachenmund-Team. Viele Grüße, Rebecca. Sehr schön. Schönes Bild. Ich hatte bei YouTube gesehen, dass welche diese Drachenpost gekriegt haben und ich fand das so knuffig. Und das ist ja auch ein deutscher Verlag, es sind deutsche Autoren und ich gerne auch die deutschen Autoren unterstützen möchte und den Verlag auch sehr gut finde, habe ich gedacht, machen wir das mal. Hier ist noch so eine süße Karte. Kann man das lesen? Nur ein Herz, nicht zwei. Bin gespannt. So, jetzt gibt es erstmal ganz viel Leckerei. Das ist ja super. Ein bisschen Chips. Und Mikrotecta und Schoki. Ich muss gerade essen, was ich gar nicht mehr anfangen soll. Also der Abend ist auf jeden Fall gerettet. Jetzt kriege ich echt Hunger. Ich komme nicht von der Arbeit und habe noch nichts gegessen heute Abend. Lachgummis. Jotti. Gummibärchen. Vorragend. Ist noch so. Lollis und alles. Machen wir den ganzen Fresskram mal raus. Maß. Ach, diese kleine Rittersport, die finde ich auch süß. So, ein bisschen Konfetti gibt es auch noch. Dann gibt es noch ein Tee, Salbei, Honig, Vanille. Kräutertee aromatisiert. Bin gespannt. Dann gibt es einmal Badekristalle, deine Kuscheleinheit. Mit Mandelöl. Ja, leider muss ich sagen, ich bin nicht so der Badetyp. Aber wenn es kälter wird draußen und ich krank werde, eigentlich immer nur, dann gehe ich auch mal baden. Und von daher. Oh, sehr schön. Oh, was ist das denn? Interessant. Ich bin gleich rausgefummelt.
Okay, also das ist definitiv etwas dickeres. Und das sieht ein bisschen so aus, als hätten sie das Buch in einen von ihren Postern da eingepackt. Es gibt nämlich auf der Seite gibt es nämlich auch Poster mit Covern von den Büchern. Jetzt möchte ich das natürlich nicht kaputt machen, ne? Das ist schwierig. Lalalala, sind schon später. So ein bisschen Konfetti steht hier auch noch rum. Ich weiß nicht. Das nervt, glaube ich, eher, aber egal. Ich muss das sauber machen. Aus wie zwei Bücher, ehrlich gesagt. Ich habe die Rückseite. Ich könnte ja mal euch die Vorderseite zeigen. Tadam! Ich sehe schon was. Und zwar ist das erste Buch Die Rabenkönigin. Das Cover finde ich auch total cool. Das erste. Und hier ist schon das zweite. Räuberherz. So glänzend eingelegt das Cover. Mein Gott. Ich finde das Wort nicht. Von Julian Grohe. Ich habe nicht den blassesten Schirm, worum es geht. So, was haben wir hier schön? Also für alle, die es interessiert, kann ich den Klappentext vorlesen. Für alle, die es nicht interessiert, spulen einfach vor. Als wäre sie in eine schräge Version von Die Schöne und das Biest geraten, findet sich Ella in der Villa eines reichen Mannes wieder. Statt jedoch mit tollen Kleidern und Schmuck verwöhnt zu werden, soll sie die Hausarbeit erledigen, während ihr Entführer eine Traumfrau nach der anderen anschleppt. Welches Geheimnis verbirgt er? Weshalb hört Ella manchmal Stimmen im Haus, obwohl niemand in der Nähe ist? Und warum fühlt sie diese seltsamen elektrischen Schläge, wenn sie aus Versehen seine Haut berührt? Ella ahnt bereits nach kurzer Zeit, dass seine Hartherzigkeit nichts als Fassade ist. Doch was wird sie dahinter finden? Vielleicht etwas viel Gefährlicheres? Ich bin so gespannt. So, dann noch die Rabenkönigin von Michelle Weber. N. Weber, genau. So, da geht es um eine Königin, in deren Brust kein Herz schlägt. Ein Prinz gefangen hinter Spiegeln. Das Spiel des Feenkönigs, das keine Sieger kennt. Ein mächtiger Fluch lastet auf der königlichen Familie. So munkelt man in Suriska. Seit Generationen hat niemand ein Mitglied des uralten Geschlechtes zu Gesicht bekommen. Und wer das Schloss auf dem Hügel erblickt, auf dessen Türmen Schwärme von Raben sitzen wie eine unheilvolle Wolke, möchte nur allzu gern glauben, dass es der Wahrheit entspricht. Ein Jahr ist vergangen, seitdem Mayas liebster Freund Elias durch die Tore des Schlosses getreten und nicht wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Und ebenso lange wispert das Blut der Feen in ihren Adern, dass ihnen etwas geschehen sein muss. Gegen den Willen ihres Vaters macht sie sich auf, Elias Schicksal zu ergründen. Begleitet von einem sprechenden Raben entschlüsselt Maya nach und nach die Geheimnisse des alten Gemäuers und seiner sonderbaren Bewohner. Doch zugleich gerät sie immer tiefer in den Sog der Gefahr, die hinter den Spiegeln lauert. Das hört sich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend an. Also bei denen habe ich schon so einen leichten Verdacht. Ich glaube, ich habe irgendwo mal gehört, dass es. Ich sag's lieber nicht, sonst habe ich da irgendwie verspoilert. So, das war's aber noch nicht. Nein. Noch ein Päckchen. So, jetzt müssen wir vorsichtig das aufmachen. Kommt mir was entgegen. Ein Lesezeichen. Es sieht ganz schön gruselig aus. Zwar von Rubinsplitter. Schon ausgepackt. Tja, wer hätte das gedacht? Rubinsplitter. Das sieht auch sehr schön aus von Julia Dessalis. Funkenschlag und Tränenspur. Ich habe ja mal geguckt vorher so. Also es gab hier von dem ersten Band schon mal als Einzelband. Das ist jetzt irgendwie der erste und der zweite Band. Aber den zweiten Band einzeln gab es irgendwie nicht, habe ich nicht gesehen. Oh, das sicher ist jetzt. Das ist sogar signiert.
Ich sollte mal reingucken in die Bücher, wa? Ach ja. Ganz schön dick. 500 Seiten hat das. Wunderschön. Okay, ich lese auch noch mal kurz den Klappentext vor. Also, Funkenschlag. Ich lese vielleicht nur für Funkenschlag vor. Ausgerechnet die unscheinbare Ruby soll die fantastische Welt von Salvia vor dem Untergang bewahren. Wäre da nicht Rockstar Kai mit seinen verdammten Kusslippen, würde die angebliche Prinzessin sich niemals mit der finsteren Herrscherin Tyra anlegen. Doch dann zündet Kai den Funken in Ruby, der Salvias Schicksal besiegelt. Also, ich finde, den Namen kann ich auf Anhieb nicht so gut aussprechen. Rockstar? Ja, gerne. Ich bin gespannt. So. Jetzt muss ich mir in die anderen Bücher auch nochmal reingucken. Also, in die Rabenkönigin noch so eine Postkarte drin. Wunderschön. Aber nicht signiert. Kommt mir auch noch ein Lesezeichen entgegen. Und zwar war hier auch noch ein Lesezeichen drin. Genau. Das ist sogar auch signiert. Super süß. Das finde ich sehr schön. Also ich habe leider ehrlich gesagt gar nicht so viele signierte Bücher. Ich gucke gerade die Vorschau. Das Cover, das ist ja auch wunderschön. Also ihr müsst mal beim Drachen vorbei Verlag auf die Seite gehen, hier euch mal die Cover angucken. Ein Traum. Jetzt könnte ich noch mal vorsichtig die Poster auseinanderfummeln hier. Gehen wir gleich 3 Stunden rausschneiden. Kommt einem das jahrelange Abknibbeln von Aufklebern auf Büchern zugute, würde ich sagen. So. Und zwar war das quasi das Verpackungsmaterial für ein Buch, das quasi gleichzeitig eins von den Postern ist. Sehr schön, sehr schön. Das ist viel zu schade zum Einpacken. Die ihr einfach so mitschicken können. Ich habe zwar keinen Platz an der Wände, weil ich überall Bücher habe. Aber irgendwann hätte ich die bestimmt aufhören können. So. Ist mir leider etwas eingerissen. Das war das andere Poster. So, das war alles, was in dieser Box vorhanden war. Also, wenn es euch interessiert und ihr das gerne mal ausprobieren wollt, dann wisst ihr schon so ungefähr, was auf euch zukommt. Und ja, also die Box selber hat 45, 49 Euro gekostet. Ich gucke nochmal nach. Ich schreibe es euch unten rein in die Infobox. Und ja, das waren jetzt halt 3 Bücher. Die Bücher sind 14,99. 14,99. Genau, alle 3 14,99, also ungefähr 45 Euro. Also so ziemlich den Gegenwert an Büchern bekommen, was ich für die Box ausgegeben habe. Und dazu halt die Lesezeichen, signiert halt, das ist super, genug zu essen für die nächsten Abende zumindest. Sehr, sehr schön. Und eine Sache habe ich noch vergessen. Wenn ihr gerne möchtet, dass ich von einem der Bücher mal irgendwie eine Rezension mache, wenn ich die gelesen habe, dann schreibt das gerne mal in die Infobox unten, weil ich mir auch nicht sicher bin, wen das jetzt so interessiert. Also ich fand es ganz spannend, weil ich fand, diese Bücher waren nicht so häufig vertreten bei YouTube. Und ja, vielleicht würde es euch das auch interessieren. Okay. Deswegen sage ich jetzt mal, danke fürs Zuschauen und es kommt bestimmt bald wieder ein Unpacking von mir. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bye, bye.